So, willkommen zurück in der Zone. Zum dritten Mal jetzt. Probiere ich's. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, natürlich ist jetzt folgendes Problem gewesen. Die Militaristen sind jetzt da und sie sind nicht mehr freundlich. Der Panzer steht draußen. Moment, das ist doch Gelaber, was ich mache gerade. Da fällt mir jetzt erst auf. Beim letzten Mal war es so, dass ein oder zwei Panzer da waren und die waren feindlich, aber die Leute selber nicht. So. Jetzt ist aber... dann ist es ja ein neuer Panzer. Aha, der kommt also anscheinend, wenn ich das zweite Mal in X18 war. Oder bin ich schon das dritte Mal gewesen? Man muss jetzt gucken, wie ich da dran vorbeikomme. Ich habe überlegt. Also hier wird's nichts. Das ist vollkommen klar. Der steht hinter den Rohren. Ich renne jetzt erstmal hier durch. Möchte nicht mehr. Möchte die haben. Problem, wenn ich jetzt da oben raushüpfe, weiß ich nicht, ob ich außen rumkomme, ob ich über beide komme. Was ich mir gerade überhaupt die Frage stelle, bin ich ein bisschen bescheuert. Ich kann doch oben übers Dach bestimmt, oder? Geht das? Da drüben war sie doch gerade, ich hab's doch gesehen, oder? Ach, das ist Quatsch, das ist irgendwas anderes, was hier rumfliegt. Aber trotzdem, da draußen ist noch eine. Soweit ich weiß. So. Ha, geht hier irgendwas übers Dach? Ja, fast. Moment, doch. Fuck. Man kann ja in Stalker Soup sehr viel weiter springen als im Original, ne? Aber ich denke, das weiß ja jeder, der die Soup spielt. Tony, ne? Ich guck gleich mal an den Kran. Ach so, ja, gesundes Neues. So, nebenbei. Da könnte ich auch versuchen über den Turm, aber der Weg wäre wahrscheinlich zu weit, wenn ich da runterspringen müsste, weil ich würde sterben. Oder wie ist das in der Soup? Stirbt man da oder nicht? Ha. Ach, jetzt wäre ich fast ganz rübergekommen. Okay, cool, das probieren wir nochmal. Vielleicht geht es. Oder ich hüpfe nicht ganz so... Ja, genau. Okay, so. So. Da hinten ist noch irgendwelche Meere. Ich habe sie nämlich auf Bioradar gesehen. Muss aber jetzt erstmal vor den Militaristis abhauen. Das ist so ein kleines Problem. Nein, jetzt bin ich reingesprungen, oder? Was ein Scheiß. Ich habe gedacht, das geht hier vielleicht. Ja, super geil. Ist denn das nicht möglich oder probiere ich ganz rüber zu hüpfen? Mache ich einen lang durchgedrückten Sprung? Hallo? Lass mich mal da. Hallo? Alter! Danke. Das ist zu weit, das wird nichts. Das schafft er nicht. Na gut. Also das wird auch mit verändertem Sprungverhalten in der Soup nichts. Ah, abgerutscht. Ich habe gedacht, das wäre, ja gut, ich habe auch nicht... Ich bin nicht gerannt. Oh mein Gott, wo ist mein Deutsch hin? Mein Gott, jetzt bin ich ja drüber gesprungen. Das gibt's doch gar nicht. Doch anders probieren, ne? Danke. So, und jetzt müsste ich irgendwie versuchen, hier rüber zu kommen. Ja, ach, das gibt's doch gar nicht. Ich war doch schon auf dem Zaun. Oder dem, was weiß ich, Absperrung. Mir egal, was es ist. Wollt ihr mich verarschen? Soll man hier nicht rauskommen? Muss ich vorne lang? Kann ich nicht. Ich habe keine Panzerbüchse dabei. Ich muss hier raus, ihr Spaßvögel. Was soll denn das? Ja, okay, dann probiere ich es eben doch andersrum. Über den Turm. Also ein Unsinn, ey. Er wäre jetzt schwachsinnig. Komischerweise, wenn ich auf dem Turm stehe, schießt der Panzer noch nicht. Also hat er zumindest vorher nicht, wie er tut es jetzt. Okay, danke. So, wo war der rote Punkt vorhin zu sehen? Chimäre. Auf dem Bioradar, meine ich. War ein roter Punkt zu sehen. Das kann ja eigentlich nur eine Chimäre gewesen sein, ne?
Oder ist gar ein Blutsauger. Weiß man ja auch nicht so genau. Komme ich jetzt hier hinten lang? Ja, da war das Problem. Hier ist nämlich ein Zaun. Hä. Ist hier das Level zu Ende? Moment mal. Naja, eigentlich noch nicht. Naja, doch. Das ist genau die Grenze. Ja, scheiße. Was ist denn das überhaupt für ein Artefakt hier? Dorn plus, naja. Ja, da komme ich nicht durch. Das geht nicht. Ne, hier kommt man nicht rüber. Hier geht's nicht lang. Aha. Hinten kann ich nicht lang wegen. Hier kann ich nicht rauf wegen der Strahlung. Hinten kann ich nicht lang wegen Panzer. Wie viele Panzer sind denn da? Ich habe keine Lust, das ganze Labor nochmal zu machen, ne? Eigentlich. Scheißdreck. Labby habe ich dabei, ja, habe ich dabei. Funkgerät habe ich auch dabei. Das ist scheiße. Wie komme ich denn jetzt vorbei? Ganz außenrum. Ah, Quicksave. Aber eben nur, naja, gut, wir könnten auch ein Hardsave machen. Es gibt ja verschiedene Hardsaves. Läuft da hinten was? Ja, da ist die Elektroanomalie auf der Brücke. Aber das Problem ist halt, der Panzer steht. Moment, wo sind wir? Sehe ich den nicht? Spawnt der erst? Ernsthaft? Wenn ich, hä? Bin ich jetzt bescheuert? Wieso sehe ich den jetzt gerade nicht? Moment, wo ist denn der Eingang? Das ist doch hier, oder nicht? Jetzt habe ich es auf jeden Fall gerade gehört. Chimäre. Problem ist, weiß nicht, wie weit zieht denn der Panzer? Ist so ein Scheißdreck. Ja, ich weiß, hier strahlt's. Ja, ich höre sie. Sie ist da hinten irgendwo. Ich sehe sie aber noch nicht auf dem Bioradar, also ist sie noch nicht so sehr in meiner Nähe. Da ist der Fluss. Also ich muss auf jeden Fall hinter der Brücke kreuzen, sonst kann ich es vergessen. Ja, Fluss ist ja mehr so ein See, ne? Den Panzer hätte ich ausgeschalten, ist kein Problem. Aber ich habe keine Lust, jetzt nach Hause zu gehen und dann, also jetzt irgendeins vor... Aha, eine Ratte. Irgendein Vorhergehendes zu nehmen. Und dann das ganze Labor nochmal machen zu müssen. Da bin ich so ein bisschen dagegen. Ach, die sind rot. Aha. Moment, die sehe ich aber. Runter. Okay. Okay, jetzt sei Spaß, Vögel. Ihr guckt in die falsche Richtung. Das könnte euer Verhängnis werden, wenn ich Glück habe. Oh fuck. Ah, ich habe noch nicht gescheut. Das Tuni, das wäre was für dich zum Lachen. Klick. Hey Suka, leg dich hin, Mann. Obliatsch!
Ja, ich blute wie ein Schwein, aber ich habe immer noch Lebensenergie. Das ist natürlich witzig. So, danke schön. Habe ich dich jetzt erwischt? Pisskopf? Nö. Ach, da unten ist ein Mutant. Das ist bloß die hässliche Ratte. Also ich habe sie wahrscheinlich erwischt. Problem ist, kann ich sie looten oder werde ich dann schon gleich erschossen? Ich würde sie gerne looten. Ich habe ja ein Quicksave, oder? Wie ist das? Wir machen noch mal eins. Reicht als Quicksave. So. Okay, habe ich. Was hast du denn? Naja, das Special Dressing, was ich gerade gebraucht habe, ich dann gleich wieder. Das ist okay. Halt! Ja, die sind grün. Das sind wieder dieselben Spastis, die von vorher noch grün waren. War ja auch schon mal falsch. Ah, da. Wo ist die? Da ist die Cobra, danke. Was bist denn du für einer? Aha. Gib mir dein Zeug, dankeschön. Bisschen Geld hast du auch. Okay. So, und du bist auch ein Militaristi, aber wieder nach wie vor ein freundlicher. Naja, gut. Ja, ich muss an dem Panzer vorbei, das ist mein Problem. Wenn ich zurück will. Suboptimal, ne? Bin ich schon weit genug dran vorbei? Das ist so die Frage, die sich mir stellt. So, Klick. Na, das war wieder super, oder? Fällt mir dazu nur ein. So, da oben ist noch irgendwo nicht im Meere. Okay. Ich muss also nochmal, wenn ich nochmal ins dunkle Tal gehe, muss ich mir die Panzerbüchse mitnehmen. Und ich nehme die Panzerbüchse, mit der komme ich besser klar irgendwie als mit der ganz normalen. Was? Ach ja, natürlich. Scheiße! Ich war gerade genau davor. Hä? Wo steht denn der? Hä? Oh, das ist ein zweiter. Hä? Moment! Ach so, ich sehe jetzt nichts. Hm, bis gleich. Scheiße! So, okay. Also looten wir es halt nochmal. Oh, am besten ohne Straßenbeleuchtung, ne? Das wäre das für ein lila Embargo. Mit der Straßenbeleuchtung meine ich, ja? Meine Laterne und so. Vielleicht mal auslassen. Könnte helfen. Das habe ich jetzt fallen gelassen. Ah, nix. Hat sich nur komisch angefühlt. Okay. So. Klick. Ja, ist klar. Okay. Oh, diesmal hat er mehr Geld dabei gehabt. Das ist natürlich schön. Das ist ja ein Vorteil. Also ist das mit dem Geld Zufall. Nett. Und das war doch gar nicht schlecht jetzt. So. Moment mal, wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, natürlich, tatsächlich. Ich war voll davor. Ich bin ja so doof, Alter. Ich bin viel zu früh wieder zurückgegangen. Also, ich muss ganz, ganz außenrum irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber... Entschuldigung. Der ist grün. Das ist nur ein Mutant. Ich bin zu früh wieder weg. Zu früh wieder auf die Straße zu. Das ist mein Problem. Ja, und da hinten steht er nämlich, der Panzer. Gucken wir über die Karte. Ja, hier steht er. Da kann ich nicht hin. Ich muss irgendwie andersrum über die Banditenbasis rein oder so. Komme ich hinten über die Banditenbasis, ohne dass der mich sieht? Scheint zu klappen, ne? Ja. Ja. Habe ich ein Stacheldraht gerannt oder was? So, okay. Gut, auf den Kran. Gucken wir mal. Warum nicht?
Jetzt eigentlich haben wir jetzt die perfekte Zeit, um das zu machen. Nee, jetzt schon nicht mehr. Es ist schon 23 Uhr, vergiss es. Also, das heißt, in der nächsten und übernächsten Nacht mache ich da mal den Blödsinn mit dem übernächste eher. Weil ich habe nächste Woche 3 Tage frei, das wird dann übernächste Nacht. Da habe ich mal die Chance, dann den Blödsinn zu machen mit. Bam! Da ist ein PDA. Oh! Fuck! Jetzt wäre ich fast abgestürzt. Das ist er bestimmt, ne? Wird der irgendwo dargestellt? Hä? Warum nicht? Wolfhound. Military. PDA. Da ist er doch! Broken PDA. Ja, okay. Also den brauche ich so. Was fehlt mir jetzt noch? Banditen-Exoskelett habe ich. Ich brauche das Stalker-Exoskelett noch. Ich glaube, das K10 habe ich auch schon. Klar. Können wir nochmal schnell schauen. Was brauche ich für ihn denn jetzt noch? Okay, also das haben wir. Gut. Wir können uns verpissen. Weil den anderen Schmarrn, den machen wir dann irgendwann mal später. Bart 4, wie sweet sind PDA? So. Also ich brauche es. K10 habe ich. Exoskelett of Stalker habe ich nicht. Bandit Exoskelett habe ich. Academic Duty PSZ9. Kriege ich entweder als Belohnung demnächst, wenn ich mit der Freiheit nochmal was mache. Mit Duty. Freiheit sage ich immer. Duty natürlich. Mit Wächtern. Oder ich kann mir kaufen. And there's more. PDA in Document habe ich schon. Jetzt habe ich's. Area of Crane ist PDA habe ich. Dokument war in X16 habe ich auch. Jawohl. Okay, mir fehlt nur noch das Exoskelett der Stalker. Weil der andere, wie gesagt, diesen anderen PSZ9 bla bla bla, den ganz normalen, den müsste ich kriegen. Das geht. Okay. Dann sag ich's, wir sehen uns gleich wieder. Bei Wolf. Ja, von dem habe ich auch gerade noch was gekriegt. Redwood, aber Roten Wald, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt reinkomme. Mach mal eine Karte auf. Wo hatten wir jetzt überall noch was zu suchen? Also auf jeden Fall im Armeelagerhäuser, das weiß ich. Hey! Ich bin jetzt gerade hier. Okay. Oh Mann. Ja, Reconnaught Earth weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon irgendwo eine Verbindung habe. Ich habe eine Verbindung zum Dump, aber nicht vom Dump hierher. Das Problem. Woher habe ich noch eine Verbindung? Zum Dark Valley. Auch da habe ich keine Verbindung. Das ist so das Problem. Das ist der Forgotten Forest, das ist der Dark Valley. Weiß gar nicht, wann man die ganzen Transitions alle kriegen soll, ey. Hier geht's. Ja, zum Kordor, ist klar. Ja, nützt mir viel. Komisch irgendwie. Aber ich glaube, wir sehen uns diesmal gar nicht mehr bei Wolf. Naja. Wir sehen uns jetzt gleich noch bei der Freiheit. Und dann war es das aber auch schon wieder, ey. Das ist viel zu viel schon wieder. Ja, ich müsste noch mit Doc reden. Okay, ist auch klar. Ja, Rostock ist klar. Alles die Bar, ja klar. Ja, das ist ja hier als Rostock. Was soll ich dem bringen? Der Customer noch zu den Promised? Weiß ich gar nicht. Habe ich irgendeinen Teil mitgenommen? Okay. Ja, hier wird es dann nach Army Warehouse gehen und da möchte ich auch erstmal hin. Ich müsste natürlich jetzt auch noch, wie gesagt, bei Duty einfach mal fragen, ob ich jetzt das reicht, die Waffe praktisch schon so gehabt hätte. Jetzt ist mir klar, was da gerade passiert ist, glaube ich. Da vorne ist ein Feind. Aber was ist denn das für ein Vogel? Der kommt ja voll auf mich zu, der Arsch. Ich gehe mal zu meinem Kumpel zurück. Wer ist denn das? Also nicht der Kumpel, aber wer ist denn der andere Idiot? Und warum sehe ich den nicht? Ach, ist ein Avenger wieder, oder was? Warum sehe ich nichts? Was ist das für ein Mist?
Hä? Es ist auf jeden Fall der, der mich das letzte Mal auch erwischt hat. Habe ich ne? Nö. Ich sehe nichts. Das ist ganz einfach, glaube ich, ein bisschen mein Hauptproblem. Ich sehe nicht, wer das sein soll. Was? Hä? Von wo ist denn der Idiot? Oh, diesmal war das Versteck, glaube ich, sogar noch einfacher zu erreichen, weil es im Cordon war. Bis gleich. Bleibt ja nur das Auto safe. Mal sehen, was bloß Versteck diesmal ist, ob ich überhaupt alles kriege. So, auf ein neues. Mal gucken, ob ich diesmal was Schönes kriege von ihm. Ey, bleib mal stehen, Pesser. Hier. Do you have time to talk? Hier. Let's drink. Ach du Arschloch, jetzt hast du nicht mal was gehabt. Also lade ich neu, weil das letzte Mal da wenigstens zweimal ein Versteck gehabt. Ach so, ist vielleicht die Aufnahme, sonst kann ich es eh vergessen. Der scheint auch immer einen anderen Weg zu nehmen. Weil jetzt läuft er nach vorne. Na, jetzt nicht mehr. Okay, gibst du mir diesmal was? Sag mal, willst du mich ja nicht verscheißern? Leute, also ich glaube, wir lassen es jetzt gut sein. Ich sag danke fürs Zuschauen. Es ist jetzt praktisch die Flucht Richtung Bar, so ungefähr. Mal gucken, dass ich hier noch durchkomme, durch den Scheiß. Keine Ahnung, was das für das ist. Ein Avenger wahrscheinlich oder was, ich weiß es nicht. Und wir sehen uns im nächsten Part dann an der Bar beim Verkaufen von ein paar Dingen. Ich habe immer noch ein viel zu großes Inventar mit jeder Menge Scheiß, der ich loswerden will. Den ich zu oft habe, ne? Und dann geben wir auch hier Laptop ab und Ami-Radio auf jeden Fall. Was noch? Ich hatte doch noch irgendeinen Mist, den ich abgeben wollte, sollte, konnte. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ja, bestimmt irgend so ein Monster-Teil oder was, was ich abgeben soll. Naja, bis dann. Also gut. Oh, hallo, du bist mein bester Freund. Guck mal, da ich hab da jemanden Bösen, ich sehe nichts. Muss mir mal helfen. Ja, ich lade eh gleich neu. Das hat ja keinen Sinn. Ich dokter jetzt noch ein bisschen rum. Also, bis zum nächsten Part, wo wir dann mit dem Blödsinn vielleicht fertig sind. Und dann schauen wir mal. Am Wochenende, schaffen wir das. Bis dahin.